Hallo, liebe Fernsehverneiner und Internet-Junkies, herzlich willkommen in der Cyber-Kitchen. Heute mit einem Cyber-Kitchen-Spezial, Hacker. Und da ist er schon, Stefan Schumacher vom Institut für Sicherheitsforschung aus Magdeburg. Du Stefan, seit wann gibt es denn Hacker? Hacker gibt es so ungefähr seit den 1950er Jahren. Und was macht ein Hacker aus? Ein Hacker ist jemand, der kreativ mit der Technik umgeht. Das heißt also, der irgendetwas benutzt und es auf eine andere Art und Weise anwendet, als es eigentlich vorgesehen ist. Das muss nicht unbedingt Computertechnik sein. Es gibt so den Spruch, wenn du eine Kaffeemaschine nutzt, um eine Erbsensuppe warm zu machen, dann bist du auch schon ein Hacker. Aha. Kann man das an jeder Universität studieren? Nein, so ist es nicht. Man kann zwar Informatik studieren oder auch Elektrotechnik oder Mathematik, aber Hacking ist etwas, was man sich klassischerweise zum großen Teil selbst beibringt. Man liest ja die Tage sehr viel über Cyberwar und Cyberkrieg. Was haben denn die Hacker genau damit zu tun? Sind das die Leute, die den Krieg ausführen? Hacker sind per se nicht unbedingt Soldaten, die irgendwo im Cyberkrieg zu tun haben, sondern sie befassen sich mit Sicherheitslücken, untersuchen technische Probleme, untersuchen technische Systeme. Und wenn sie Sicherheitslücken finden, dann veröffentlichen sie das. Ich habe aber gehört, dass sie Banken erpressen oder Konzerne und dann wollen sie Geld haben, dass sie diese Sicherheitslücken nicht veröffentlichen. Ja, solche Hacker gibt es auch oder es gibt Leute, die ihre Hacking-Kenntnisse für solche bösen Sachen einsetzen. Deswegen unterscheidet man eigentlich auch zwischen sogenannten White-Hat-Hackern und Black-Hat-Hackern. Der White-Hat-Hacker ist erstmal derjenige, der gute Dinge tut, beispielsweise auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Dann gibt es aber eben auch wieder jene, die leider böse Dinge machen, die Banken erpressen. Und die nennt man dann klassischerweise Black-Hat-Hacker. Oh. Aha, das hört sich ja so an, als hätten sie einen Ehrenkodex oder sowas. Ja, es gibt eine Art Ehrenkodex, das nennt man dann Hackerethik. Und man kann zum Beispiel sagen, ein Punkt dieser Hackerethik ist es, private Daten zu schützen und öffentliche Daten zu nützen. Das heißt also, ein Hacker, der sich an diese Ethik hält, wird niemals private Daten von beispielsweise Kunden der Bank veröffentlichen, was Black Hat Hacker durchaus tun. Und was bist du für ein Hacker, Icarus? Ich bin Red Hat Hacker, sieht man doch, oder? Ah ja. Ja, danke, dass du da warst. Oder gibt es noch etwas, was dir als Hacker auf dem Herzen liegt? Hacker werden häufig falsch dargestellt als diejenigen, die irgendwo in Computer einbrechen und Leute ausnutzen. Das ist eigentlich, so wie wir uns selber sehen, nicht der Fall. Das sind wirklich nur die Bösen, die Black Hat Hacker. Und das, was wir machen, sind eigentlich in der Regel Dinge, die der Gesellschaft nützen, indem wir beispielsweise Sicherheitslücken aufdecken und erklären und damit auch die Hersteller unter Druck setzen, die Sicherheit ihrer eigenen Systeme zu erhöhen. Das hört sich so an, als wärt ihr moderne Verbraucherschützer. In gewisser Weise kann man das so nennen. Also ohne den Druck, den die Hackerszene auf manche Unternehmen wie Microsoft oder Apple aufgebaut hätte, hätten die sich niemals im Bereich IT-Sicherheit gekümmert, weil das kostet die ja Geld, bringt aber erstmal keinen großartigen Absatz, Plus oder Ähnliches ein. Ja, vielen Dank. Danke, Stefan. Ja, keine Ursache. Tschüss. Ciao. Tschüss aus der Cyber Kitchen. Bis bald. Tschüss.